Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zu Uncharted The Lost Legacy. Ich habe ja schon zu Last of Us 2 ein kleines Infovideo gemacht und jetzt kommt Uncharted dran. Ja, zu Uncharted gab es im Gegensatz zu Last of Us ein dickes Gameplay-Video. Damit hat auch die Show begonnen mit dem Gameplay-Video. Und ja, was hat man erfahren oder was weiß man bisher? Viel ist es natürlich auch nicht. Allerdings habe ich mir echt noch mal die Mühe gegeben für euch, mir das Panel anzuhören, also diese Podiumsdiskussion. Und da hat man dann doch ein bisschen was gehört. Und diese Informationen will ich natürlich mit euch teilen. Wer noch nicht das Last of Us 2 Video gesehen hat, kann das gerne machen. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Danke übrigens an dieser Stelle schon mal für euer Feedback dort. Fangen wir einfach mal an, ja? Nathan Drake ist auf jeden Fall in Rente. Das haben sie mehrfach betont. Denn jetzt in Lost Legacy gibt es zwei neue Heldinnen. Wir spielen Chloe überwiegend. Und als Begleiterin ist Nadine mit dabei. Nadine ist die, die sich mit Nathan gekloppt hat in Uncharted 4, auf dieser Schickimicki-Veranstaltung. Also knallharte Braut. Chloe haben wir jetzt schon ein bisschen länger nicht gesehen. Leider. Deswegen ist es umso schöner, dass sie zurück ist. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht enttäuscht, absolut nicht. Finde die Charaktere auch sehr interessant. Ich hatte aber eher gedacht, dass vielleicht Sam und Sully irgendwie einen Auftritt bekommen in einem DLC zu Uncharted 4. Was man auch sagen muss, es ist kein DLC im klassischen Sinne. Sie haben gesagt, sie haben das Ganze begonnen als Idee für Uncharted 4 als DLC, haben dann aber währenddessen gemerkt, Mann, wir brauchen mehr Zeit, um die Geschichte zu erzählen. Und jetzt ist es ein Standalone. Das heißt, man bräuchte auch Uncharted 4 nicht, um dieses Spiel zu spielen. Sie haben allerdings auch gesagt, ja, dass das Ganze länger wird als Left Behind, also als der Last of Us DLC, aber nicht so lang wie Uncharted 4. Also irgendwo dazwischen soll sich das Ganze befinden. Ja, was haben sie noch gesagt? Es wird natürlich ein bisschen anderes Gameplay geben mit Chloe. Ja, man sieht es auch später im Laufe des Videos, dass sie anders in Deckung geht, dass sie ein bisschen stealthier unterwegs ist, dass sie natürlich im Kämpfen auch anders ist als ein Mann, ist klar. Sie meinten, sie setzt viel mehr ihr Körpergewicht ein, um sich gegen die Männer durchzusetzen und so weiter. Und das schafft sie natürlich auch. Das sieht man auch eindrucksvoll. Dann wird es ein bisschen was anderes geben in Sachen Stadtgameplay, weil die überwiegend in Städten unterwegs sind, soweit ich das herausgehört habe. Und zwar in Indien soll das Ganze spielen. Ja, das ist eine indische Stadt hier gerade. Und das ist auch der Anfang des Spiels, was man gerade sieht. Ja, haben sie auch gesagt, so fängt das Spiel an. Ich habe mir tatsächlich das Panel für euch extra gegeben, ohne Witz, Leute. Die sind nicht kurz, cool, die gehen, glaube ich, 40 Minuten oder sowas. Die haben gesagt, das ist der Anfang des Spiels. Die beiden sind dort in der Stadt, um einen Hinweis auf einen aufständigen Anführer zu bekommen, der einer der Haupt Gegner sein soll im Spiel. Mehr haben sie nicht gesagt. Wie gesagt, sie sollen auch in Indien spielen. Und die sind halt unterwegs dort undercover, um irgendwie Hinweise dazu bekommen, damit das Abenteuer so richtig losgeht. Es wird auch ein Schatz eine Rolle spielen, haben sie gesagt. Angedeutet haben sie auch, dass es vielleicht wieder ein bisschen übernatürlich wird. Ja, das war ja in Uncharted 4 auch eher so bisschen ruhiger in Sachen Übernatürlichem. Das war ja in den Vorgängern anders. Es wird Autofahrsequenzen geben, denn wie wir wissen, ist Chloe die Beste im Business. Haben sie auch gesagt, da wird es auf jeden Fall ein paar Autosequenzen geben. Gab es ja auch schon in Uncharted 4. Nur halt hast du hier einen Profi am Werk, nicht wahr? Was gibt's noch? Was waren noch an Informationen? Tja, ich glaube, ich habe schon alles gesagt. Ach genau, stimmt. Was noch vielleicht für einige interessant ist, weil ich ehrlich gesagt das nicht unbedingt vermutet hätte, das Ganze wird nach Uncharted 4 spielen. Ja, so nach Uncharted 4 spielen das Ganze, was hier zu sehen ist. Denn am Ende sieht man ja Chloe und da hätte ich echt nicht gedacht, weil so alt sieht die jetzt nicht aus. Also, ich finde, am meisten sieht man Sully an in Uncharted 4, dass es wirklich die Zeit vergangen ist und dann Nathan Drake, finde ich. Aber bei Elena hat man auch ganz gut gesehen, dass da einige Jahre vergangen sind. Aber Chloe hat sich ganz gut gehalten, ja. Muss man sagen. Ja, das waren so die Informationen, die bisher ja, bekannt sind. Kann sein, dass ich wieder ein, zwei Sachen überhört habe. Ihr seid natürlich gerne aufgefordert, wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sowieso gespannt, was ihr von Lost Legacy haltet.
Schreibt das auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Eine Bewertung wäre natürlich auch super eurerseits. Ja, wenn ihr gerne auch in Zukunft solche Videos öfter sehen möchtet, warum nicht? Ja, kann man gerne mal machen. Und ja, meine Meinung dazu ist eigentlich relativ simpel. Uncharted ist Uncharted. Dementsprechend freue ich mich scheiße nochmal auf das Spiel, das auch 2017 rauskommt. Stimmt, das habe ich noch nicht erwähnt. 2017 kommt das safe raus. Ob Last of Us auch dann an diesem Jahr kommt, wie gesagt, meine Vermutung war ja eher nicht. Eher Anfang 2018, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich könnte mir dann deswegen ganz gut vorstellen, dass Lost Legacy vielleicht sogar im Februar oder eher so März rauskommt, Leute. Das ist so, das ist meine Prognose. Ich sag's jetzt schon mal März, eigentlich mal. Mal schauen. Ich lag ja auch gar nicht so falsch mit der Vermutung, dass Last of Us angekündigt wird auf der Experience, genauso wie der DLC, Schrägstrich, jetzt Standalone. Dementsprechend würde ich sagen März, ungefähr. Ich bin gespannt. Uncharted ist immer geil, Naughty Dog liefert immer ab und ich freue mich, dass es überhaupt weitergeht. Auch das habe ich gesagt, es wird 100% weitergehen. Ich glaube, das wird auch nicht das letzte sein. Ich kann mir ganz gut vorstellen auch, dass sie vielleicht doch nochmal irgendwas mit Sully oder Sam machen. Ich glaube, niemand von uns wäre abgeneigt, mal zu erfahren, wie die Vorgeschichte wirklich von Sully ist. Ja, dass man vielleicht den jungen Sully spielt, die junge Abenteuer als Sully und Weiber aufreißen mit ihm. Das wäre schon ganz geil. Aber mal schauen, was so die Zukunft bringt. Ich habe jetzt eigentlich, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest des Gameplays. Bin gespannt auf euer Feedback und ja, kann nur sagen, danke fürs Zuhören, Zuschauen. Wir hören uns. Haut rein und tschüss. One was the warehouse, the other... You're in the wrong place, girl. What the hell? Got you! Nowhere to run! Shit! No. Back up! Go on for back! No! You're late. I thought you were professional. Oh, you should relax. You'll live longer.